Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Jill. Ja, und ich spiele auf Zuschauer und einen Wunsch mit den Perks Gelegenheit nutzen. Wir schaffen das Wächter und Flink. Und wir spielen gegen Wesker. Okay. Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass er diesen Gen gleich checkt. Oder vielleicht doch schon gecheckt hat. Er jagt Adam. Er jagt mich. So, Flink. Perfekt. Schaffe ich das? Oh, ich bin extra hinter den Haken gegangen. Aber meine Hitbox war zu groß. Okay, dank Gelegenheit nutzen. Ein sehr gutes Jagdperk sehe ich. Die ganzen Paletten. Weiß, wo ich hin muss. Ah, und entscheide mich dann für eine unsichere. Okay, das sollte er. Okay, er hätte es so oder so, denke ich, knapp geschafft. Ich hoffe, dass die anderen beiden dort oben den Gen fertig machen. Dass sie das schaffen. Wenn der Killer jetzt natürlich Schmerzensecho hat. Schwierig. Okay, zu Perk wird an sich eine Gelegenheit nutzen, Flink. Zwei sehr gute Jagdperks. Die auch gut miteinander synergieren. Ansonsten haben wir noch Wächter und wir schaffen das dabei. Zwei. Oh, die haben den Gen nicht repariert. Zwei ganz gute Rettungsperks. Okay, Adam hat den Gen geschafft. Wunderbar. Den Gen wird gejagt. Magst du mich trotzdem heilen schon mal? Genau, wir schaffen das so dafür, dass wenn ich jemanden rette, dann heile ich danach für 90 Sekunden 100% schneller. Bin also richtig gut im Heilen. Und Wächter, wenn ich jemanden rette, rennt diese Person 8 Sekunden 8% schneller. Bekommt also einen guten Speedboost. Außerdem hinterlässt sie keine Rennspuren und auch keine Blutspuren. Und ich sehe auch kurz die Aura des Killers. Könnte also tanken und den Killer vielleicht auf mich ziehen. So. Ich nutze es lieber sofort. Okay, perfekt. Genau, Wächter synergiert auch gut mit diesem standardmäßigen 10 Sekunden Boost um 10%, ne? Da rennt man dann teilweise schneller als der Killer, wenn man damit gerettet wurde. Runter da. Okay, ich kann dich auch schnell heilen. So. Ihr seht, wunderbar schnelle Heilung. Jetzt solltest du laufen. Okay. So. Er zerstört das. Und er geht mir nach. Gut. Nee, er geht mir nicht nach. Ich überlege schon fast, sollte ich diesen Gen überhaupt reparieren? Ich meine, die sind doch alle noch hier. Vielleicht gehe ich direkt auf diese Seite. Ja, ich setze mich an den Gen. Der wirkt ein bisschen außerhalb. Ich denke, den kann ich in Ruhe reparieren. Hier ein Gen wird gerade gejagt. Schon wieder. Hm, nicht so gut. Aber trotzdem, ich habe sie geheilt. Es war alles eigentlich sicher. Was sie jetzt natürlich wieder macht, ist ihre Sache. Also ich hätte sie da nicht davor schützen können. So, oh, sie hat tiefe Wunden, okay. Hat sie... Hat der... Warum hat sie tiefe Wunden? Vielleicht spielt der Killer mit... Nee, keine Ahnung, warum sie gerade tiefe Wunden hatte. Vielleicht hat der Killer irgendeinen Add-on oder irgendeinen Perk. Ich musste gerade... Nee, eigentlich das kann es auch nicht sein. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Addon, das mir gerade nicht einfällt. So, wir ziehen einfach den Gen hier durch. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Die anderen heilen und resetten sich immerhin. Ja. Wesker ist ein ganz guter Killer, da muss man immer aufpassen. Gerade weil er halt auch immer nach einer Hakenrettung meistens zwei Schritte verlangt. Ne? Zum einen musst du nach einer Hakenrettung geheilt werden und zum anderen brauchst du dann auch ein Deo. Bis du dann wieder voll fähig bist, einsatzbereit bist. Okay. Ich gehe mal ein bisschen früher schon weg.
Versteck mich vielleicht hier einfach. Yunjin wird gejagt. Über mir? Ich habe keine Ahnung. Dann repariere ich weiter. Ich wollte ihm halt jetzt nicht irgendwie einen schnellen Schaden schenken. Ja, ich denke, das sollte ich schaffen. Dann schaue ich mal, dass ich auf die andere Seite komme und dort was repariere. Immerhin, drei Leute reparieren an drei verschiedenen Gens. Das ist doch schon mal sehr gut. So, Gen durch. Und ich schau mal, dass ich sie rette. Adam hat seinen Gen losgelassen. Könnte sein, dass der jetzt gejagt wird. Ja, da sind Wesker und Adam. Ich glaube, Adam wurde geworfen. Runter da. Ich kann dich wieder sehr schnell heilen, aber ich habe leider kein Deo mit. Das heißt, sie muss sich selbst irgendwas suchen, um sich einzudieseln. So, geheilt. Ja, gegen Wesker ist es schon manchmal eher, ist schon fast wichtig, dass man mit einem Deo rettet. So, das habe ich auch mal abgegeben. Und ich repariere weiter. Der Gen vom Renato ist auch so gut wie durch. Sehr gut. Wesker kommt wieder her zu uns. Der dort hinten wurde repariert, auch gut. Ich schau mal, dass ich wieder rette. Ne, mein Bild ist halt perfekt auf Retten ausgelegt. Oh, der hat mich nicht gesehen. Na gut, komm Adam, wir tauschen. Ich hab verhauen. Er rennt jetzt immerhin dank Wächter schneller. So. Und dann kommt vielleicht Wesker wieder. Er hinterlässt doch keine Blutspuren, keine Rennspuren für 8 Sekunden. Ja, ich hätte die hier vielleicht nicht tauschen sollen. Die Palette steht dort oben immerhin immer noch. Heißt, er hat noch was. Womit er arbeiten kann. Und wir... Hat Adam geschnappt, ja. Es tut mir leid, Adam. Immerhin Yunjins Gen ist gleich dafür durch. So, danke. Okay. Ich bin einfach in eine andere Dimension gegangen. Wenn ich da Herzschlag höre, das ist mir gerade nichts. Ich mache jetzt kurz diese Event-Sachen. So, bekomme auch nochmal zusätzliche Konditionen. Der hat Know-It. Der hat Know-It. Zum Glück hatte ich das Ding aufgesammelt. Know-It wurde zerstört. Oh. Der hat mir gerade wirklich das Event den Hintern gerettet. Ich meine, er hätte mich vielleicht so oder so vielleicht gar nicht gefunden, wäre ich nicht da gewesen, aber... Nur durchs Event hatte ich halt jetzt Kondition. Ich werde mich kurz genesen, dann renne ich weiter geradeaus zum Tor. Immerhin, das Totem wurde auch schon zerstört. Richtig gut. Oh, das war nochmal Glück im Unglück, ne? Dass ich die Geister beschwöre, dadurch Kondition bekomme. Und dann kommt der Killer plötzlich mit einem Neuheit-Hammer um die Ecke. Schon sehr böse. Ah, kein Ausweg, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum kein Tor auch offen ist. Immerhin, Renato hing noch nicht, das heißt, es sind nur 48 Sekunden. Okay. Renato hat's erwischt. Ich weiß nicht, wo Yunjin ist. Sie ist am anderen Turm. Ah. So. Okay. Okay. Ich
komme ich zu Yunjins Tor? Ich habe keine Ahnung. Flink. Er dasht nicht. Jemand da, um zu tanken? Los, wirf mich, wirf mich. Ja! Dankeschön. Oh. Okay, er hat mich rausgeworfen. Dankeschön. Persönlich aus der Runde rausgebracht. Das erlebt man auch nicht immer. Super. So, wir haben Pip gemacht. Und das waren Killer und Überlebende. Good game, gute Runde. Die Map ist zugegeben auch ein bisschen schwierig für Wesker. Gerade weil sie so verwinkelt ist und du nicht so leicht überall lang dashen kannst. Sein Endgame, kein Ausweg, ne? War schon fies, ne? Aber durchs Event habe ich mich vor Noed schützen können. Nice. Schöne Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.